Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch hier jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. So natürlich auch heute, klicken wir direkt mal drauf. Und zwar haben sich heute wieder beide Seiten geupdatet und wir haben einen neuen Emote drin, hier auf der rechten Seite. Ich habe ihn mir eben schon gekauft, ich habe schon mal das Ganze hier aufgenommen, aber meine Festplatte war voll. Genau, also wir haben einen neuen Emote und zwar ist der so ein bisschen an ein Meme angelehnt. Ich werde euch das alles gleich zeigen. Fangen wir erstmal schnell auf der linken Seite an. Immer noch die ziemlich coolen Skins von gestern drin, sowohl den männlichen als auch den weiblichen. Ich habe ja auch gestern 2000 V-Bucks an meinen Abonnenten verschenkt und den Gewinner seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Außerdem auch vielen Dank an die ganzen Leute, die gestern hier den Kanal abonniert haben. Ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop, also hoffe ich, dass ihr durch mich dann jetzt in Zukunft nie wieder auch nur einen neuen Fortnite-Skin oder einen neuen Fortnite-Tanz wie heute zum Beispiel verpasst. Die Hacke und den Gleiter finde ich eigentlich ganz cool. Die Hacke habe ich mir jetzt schon geholt. Beim Gleiter bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob ich mir den holen soll. Ich finde ihn schon ziemlich cool, aber ich finde, bei Gleitern, da spielt man eh nur relativ wenige. Also ich rüste einen aus und den spiele ich dann für gefühlt 3 Monate. Deswegen finde ich, braucht man da nicht so viele. Bei Skins ist schon cool, da immer häufiger wechseln zu können, aber bei Gleitern finde ich das jetzt persönlich zumindest nicht ganz so wichtig. Dann haben wir noch weiterhin den Shogun-Skin drin. Da finde ich besonders den Backpack ziemlich geil, so Flügel aus Metall. Der Skin selbst ist mir ein bisschen zu breit. Diese ganzen Rüstungsteile machen ihn so ein bisschen sperrig, spielt sich deswegen, finde ich, nicht so gut. Die Hacke ist auch nicht ganz so meins. Und als letztes noch der Kabuto, den finde ich ganz cool für den Preis, mit so einer kleinen Animation, absolut okay. Kommen wir dann schon zur rechten Seite, wie immer lasst doch gerne einen Daumen nach oben, da ist er gestern wieder vollkommen eskaliert. Über 6000 Daumen nach oben, deswegen vielen Dank für die ganzen Likes. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den Battle Pass Stufen. Immer noch 10 Stufen, 500 XP für 600 V-Bucks. Für die Leute, die sich jetzt überlegen, die zu holen, ihr solltet es am besten heute oder morgen tun. Ich denke mal, die werden nämlich noch 1-2 Tage drin bleiben. Ist ja meistens so, dass sie dann, ja, so Mitte der Season einmal kommen wie jetzt. Und dann wahrscheinlich erst wieder zum Ende der Season. Zumindest war es bisher immer so. Deswegen, falls ihr euch überlegt, jetzt ein paar Battle Pass Stufen zu holen, heute ist wahrscheinlich noch der beste Tag dafür. Und dann, ja, würde ich sagen, kommen wir auch schon zum heutigen Highlight des Tages. Und zwar zum neuen Emote Extraterrestrial heißt der und kostet 500 V-Bucks. Das Ganze ist quasi eine Anlehnung an ein ziemlich bekanntes Meme. Und zwar heißt das Meme Howard the Alien. Ich denke mal, viele von euch werden das kennen. Das ist so ein tanzender Alien. Ich werde es auch gleich nochmal einblenden für die Leute, die das nicht kennen oder vergessen haben. Schauen wir uns jetzt aber erstmal den neuen Emote an. Extraterrestrial. Genau, das ist quasi der Tanz, den dieser Alien im Meme macht. Ich kann mal ganz kurz für all die Leute, die das vielleicht vergessen haben oder nicht kennen, hier kurz das Original-Meme einblenden. Und was ich auch extrem lustig finde, ich habe gerade nämlich mal auf YouTube nochmal nach dem Meme gesucht und da habe ich einfach dieses Video gefunden. Das ist vom 17.07.2018. Das heißt also bald ein Jahr her, dass jemand die Idee hatte, dass das mal so als Fortnite-Tanz kommen könnte. Es wurde quasi schon vor einem Jahr fast predicted und heute ist er auf jeden Fall da. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir hier ein Meme in Fortnite haben, zum Beispiel der Motten-Skin und die Lampe. War ja auch in Anlehnung an das Motten-Meme. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet, ob ihr meint, dass es sinnvoll ist, solche Emotes einzufügen oder ob ihr das eher doof findet. 500 V-Bucks, würde ich sagen, gehen auf jeden Fall dafür noch in Ordnung. Ansonsten haben wir noch den Birdie-Skin drin. Eigentlich ein ziemlich preiswerter Skin dafür, dass das Design schon ziemlich aufwendig ist. Ja, ist ein cooler Skin für den Preis, absolut okay. Auch den Science-Skin spiele ich sehr, sehr gern. Den Backpack feiere ich jetzt nicht so, den bekommt man quasi noch dazu. Aber ich finde der Skin selbst schon ziemlich nice. Ich spiele ihn gerne mit dem blauen Schild, falls ihr diesen blauen Ritter von früher noch habt. Sehr nice Combo. Dann noch Salto-tastisch. Genau, man macht so ein Salto, flext mal kurz. Ist okay, ich finde, der hätte auch 200 V-Bucks kosten können, ist ein bisschen teuer. Und als letztes noch ein Golfschläger. Ja, was soll ich da kurz sagen? Ist halt ein Golfschläger. Habe ich mir jetzt auch nicht geholt. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr hier neu seid und noch nicht abonniert habt, ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. Deswegen, wenn ihr hier nie wieder auch nur einen neuen Fortnite-Skin oder neuen Emote oder was weiß ich verpassen wollt im Fortnite-Shop, dann lasst gerne jetzt noch schnell ein Abo da. Einfach mal kurz runterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und die Leute, die schon abonniert haben, gerne mal schnell die Glocke aktivieren, damit ihr morgens immer eine Benachrichtigung bekommt, was so Neues im Shop drin ist. Es lohnt sich also, die Glocke hier zu aktivieren. Falls ihr gerade in Fortnite seid, tragt gerne Snox als Creator ein. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite. Back again with another item shop video. Today is June 7th, 2019. Hope you guys are doing well today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily as well as other content of the week. Today I actually uploaded on my second channel. I started a Minecraft Let's Play. The video I was going to put out today will be out tomorrow. So definitely check that out. Also leave a like if you actually like it. If you want to support me in the item shop. Oh no.
Well, we got the Howard the Alien emote, extraterrestrial. It's amazing. Okay, so Tempest is still here, comes with the Backbling Lightning Cloak, actually pretty decent skin. Bolt is also still here, also great skin as well. Stormbolt. And the Stormeye Glider. I feel like now after a featured set is a new featured set is brand new, I think they could convert it into one slot. I don't think they have to convert it into two, but maybe that's just me. Shogun's back, comes with the Bladed Wings. Jawblade and Kabuto Glider. I love this set. The skin, it's decent, but I love the whole set, honestly. Battle Pass tiers 10, Battle Pass stars for 600 V-Bucks. We already saw this extraterrestrial. It's Howard the Alien. It's a pretty old meme, but love the beat to it. Birdie is back. Okay. Scion is also back. Comes with the Backbling Omission. Okay. Flippin' Incredible is also back. Not bad. And then Driver. I feel like we just had these two back already. Anyway, hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.